Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurem Video. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast hier bei mir. Mein Name ist Karin Sophie und wir schauen jetzt in deine Legung hinein. Wir schauen ja heute, was ist dein besonderer Tag und warum ist das ein besonderer Tag, der jetzt in Kürze auf dich zukommen wird. Egal wann du dieses Video dir anschaust, gibt es einen speziellen Tag, was besonders daran ist. Und da schauen wir uns ja dann an, welcher Tag ist es bei dir und was kommt heraus. So, da bist du schon mal sehr behütet und beschützt, hat die Schutzengelkarte. Die Sonne hat sich auch schon gezeigt, also es kommen wahrscheinlich nur coole Karten heraus, hoffe ich. Zumindest, nein, ich glaube schon, es kommt auch ein Richtungswechsel. Das ist ein neuer Wind, das passt schon ganz gut. Vielleicht auch ein Stück weit, dass du dich erfüllter fühlst in deinem Leben. Also diese Sorgen, Kummer, Stress, wie das alles so weitergehen wird. Ich glaube, das lässt du alles insgesamt auch los. Beziehungsweise bist auch schon brav im Loslassen. So, Klärungskarten habe ich bei mir, falls ich welche brauchen sollte. Und dieses Mal nehme ich diese und fange mit diesem Kartendeck an. Die Vier der Schwerter. Die Acht der Münzen. Wie? Ja, du beendest was. Das sind zu viele, aber die nehme ich. So. Der Turm. Hier stellt sich jemand vor deinen Turm hin. Die Sieben der Schwerter, okay. Hier stellt sich jemand vor deinen Turm hin. Ja. Entweder quert jemand oder etwas dein Leben. Vielleicht überquert jemand deinen Turm. Vielleicht behütet und beschützt jemand deinen Turm. Oder du hast jemand den Auftrag gegeben, deinen Turm zu schützen. Ja. Dass da nichts zum Einsturz kommen kann. Also wir haben ja die Schutzkarte, ne? Also hier habe ich das Gefühl, hier schützt jemand deine Selbstständigkeit, hier schützt jemand dein Zuhause, hier schützt jemand deine Kunden, deine Klienten, hier schützt jemand deine Familie. Also hier ist jemand und steht so richtig so, hab Tacht da, ne? Also hier ist jemand sehr engagiert oder du hast hier jemanden engagiert. Das kann auch im übertragenen Sinne sein. Ne? Das kann auch sein, dass du ausgeräuchert hast, dass du hier ordentlich gelüftet hast, dass du sauber hast bei dir zu Hause. Das sind alles wichtige Elemente, um Schutz, überhaupt einen großen Schutz zu haben. Weil wenn du nach Hause kommst und machst so, ja, du kannst durchatmen, dann weißt du schon mal, dass du dich wohlfühlst und dass hier das Zuhause auch geschützt ist. Weil hier steht was an. Hier hast du zwei, die du da eliminierst, weil wir haben hier den Tod und die Todeskarte ist die Skorpionkarte. Hier geht es nochmal vielleicht um die Transformation, um etwas. Ja, also das könnte ein besonderer Tag für dich sein, wo du feierst und sagst, hey, du lässt alles stirbt, was nicht mehr mit dir zu tun hat, im übertragenen Sinne, nicht Menschen sterben, sondern du lässt einfach Menschen zurück. Du verabschiedest dich von schweren Situationen, du verabschiedest dich von Menschen, du verabschiedest dich von Streit, Neid, Missgunst. Hier weinst du nicht mehr um ausgeschüttete Kelche hinterher, weil hier Gefühle und Kopf, ne, Herz-Kopf-Stimme, ich höre hier ständig, dein Kopf spricht, dann dein Herz spricht und du weißt, hast bis jetzt vielleicht gar nicht gewusst, ist es dein Herz, ist es dein Kopf, was zu dir spricht. Was haben wir hier? Ja, der Page der Schwerter
und die zwei der Stäbe. Die zwei der Stäbe steht auch für diese, vielleicht auch für Entscheidungen bei mir, aber auch um diese Weltkarte. Das heißt, wen möchtest du in die Welt mit hinausnehmen? Wen möchtest du erzählen von deinem Vorhaben? Wen kannst du vertrauen? Wen möchtest du gerne auf deiner Reise mitnehmen? Und da bist du so beim Überlegen und da ziehst du klare Grenzen, klare Strukturen, wen du da mitnimmst oder nicht. Und das wird dir an einem bestimmten Tag sehr, sehr klar werden, was das sein wird. Ja, hier sehen wir die zwei der Stäbe. Eine wunderschöne Karte, wie ich finde. Sehr viel Frauenpower. Und hier hinten ist auch wieder der Turm. Seht ihr das? Also hier ist irgendetwas im Loslassen. Ja? Zu deinem Gunsten wohlgemerkt, zu deinem Vorteil wird das passieren. Und deshalb ist auch der Richtungswechsel gekommen. Ne? Auch spannend. Und der Page spricht ja auch immer von diesem Neuen. Also hier gehst du eine neue Kommunikation ein. Hier wirst du mit jemandem Neuem kommunizieren oder klar kommunizieren. Das muss jetzt nichts Neues sein, was du aussprichst, aber du sprichst es zumindest an. Vielleicht hast du dir immer etwas gedacht und jetzt fängst du an, es auszusprechen. Und das ist schon mal ganz gut. Also du sprichst auch die Dinge aus oder an. So, jetzt hole ich mir schnell was zum Trinken. So, ja, also diese Karte oder was diese K8 der Kelche repräsentiert, ist so dieses, deine Emotionen, ne? Hier deine Emotionen, hier geht es auch ein Stück weit um dieses, vielleicht auch um deine Emotionen, aber auch, was ich hier auch schon hier kurz gelesen habe, es geht auch um dein Ausgebranntsein bei diesem Kartendeck, ja, also es geht um das Ausgebranntsein. Dass du diese Erfüllung und das lässt du los, deinen Emotionszustand lässt du endlich los, lässt du hinter dir. Und vor allem auch, dass du lernst, Grenzen zu setzen. Also Enttäuschung, Grenzen zeigen, Erschöpfung und Loslösen, weitergehen. Diese Unentschlossenheit, dieses was an dem, was du festgehalten hast, das lässt du endlich hinter dir, das lässt du los. All das, was nicht in deiner Erfüllung war. Und das wird ein besonderer Tag für dich sein. Und du wirst diesen Tag schon in der Früh merken, der wird anders starten. Also dein Morgen, deine Morgenroutine, gut möglich, entweder verschläfst du, ja, oder du musst auf etwas warten oder du hast noch einen Anruf. Also irgendetwas mit Stress könnte dein Tag beginnen, was dich dann zur Handlung führt, etwas nicht mehr zu tun, ja, das ist das, was ich spüre. Das ist bei mir zum Beispiel so, dass ich am Vormittag nichts, was mit Firma zu tun hat, mache, bewusst nicht mache. Ich bin ein Mensch, der den Vormittag richtig, richtig braucht und genießt. Ich stehe um Punkt 7 auf, dann gehe ich mal alles aufmachen, lüften, räuchern, ich genieße das, ja. Und meinen Hund noch ein bisschen kuscheln, dann mache ich alles wieder zu. Und dann fange ich langsam an, so mein veganes Kollagen zu trinken. Und ich habe so meine Rituale schon am Morgen. Dann gehe ich 2 Stunden mit meinem Hund, dann mache ich 2 Stunden Sport und dann gehe ich was essen und dann fange ich zum Arbeiten an. Und das, ich liebe es. Ich liebe es. Und das ist so dieses nicht in diesen Stress zu verfallen und schon gar nicht am Morgen. Und das könntest du jetzt auch drauf kommen, dass das, wo du sagst, nee, das machst du nicht mehr. Du hebst einfach bei der Person morgens nicht mehr ab. Ne? Dass irgendetwas kommst du auf den Trichter und das lässt du los, weil wir haben die Todeskarte, du lässt es los. Und der Turm sagt, das lässt du plötzlich los. Ne? Das ist, wird dir an diesem Tag sonnenklar werden. Und wir haben hier die 4 der Schwerter.
Und das davor ist die 3 der Schwerter, ne? Diesen Schmerz, den man dir durchbohren hat können. Das hat dir wehgetan. Mit den 4 der Schwertern tut dir das nimmer mehr ganz so viel weh. Es tut dir schon noch weh, aber nicht mehr so weh. Du handelst da schon, meines Erachtens. Und ich habe hier auch das Gefühl, das wirst du auch genauso tun. So, dann schauen wir mal, was da steht bei den 4 der Schwertern. Ja, Erholung, Auszeit, Meditationen, Besinnung, Ruhe. Also du kommst zu dieser Ruhe, ne? Nach diesen 3 der Schwertern brauche ich echt nicht lesen, aber nach diesen 3 der Schwertern hast du die 4 der Schwerter und dann kommst du zur Ruhe. Du kommst, man kann dir nicht mehr wehtun. Man kann dir nicht mehr wehtun. Du bist so richtig so in, okay, legst ab und sagst nicht mehr mit dir. Ja, das ist auch etwas, was du lernen sollst oder auch lernen musst auf alle Fälle. Und du wirst es auch lernen, da bin ich mir ganz sicher. So, der Tempel zeigt sich andauernd. Ey, 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 ey. Ich liebe es. So oft die Tempelkarte. Du folgst deinen eigenen Gefühle. Wow. Und das ist gut so, mein Schatz. Weil du hast das Füllhorn. Du füllst jetzt dein Horn mit ganz viel Licht, Liebe, Erfülltheit, Segnungen, Gesundheit, Liebe. Sehr gut. Was ist, wenn du zur Ruhe gekommen bist? Du hast etwas gelernt und das Universum wollte, dass du das lernst. Wow. Und dann haben wir hier den hübschen Herzensmenschen hier. Yay. Yeah. So. Bei der Single-Legung ist auch herausgekommen, so ein Mann mit langen Haaren. Den habe ich jetzt auch hier wieder gesehen. So. Ah, jetzt. Was ist an dem Tag noch besonders? Was ist an deinem Tag? Oh, ich positive Veränderungen. Tut, tut. Die Störche sprechen mit euch, weil wir haben hier auch in der untersten Kartendeck den Storch mit dem Richtungswechsel. Jawohl. So. Hier passiert ein Richtungswechsel und wieder der Turm. Ja, ihr kommt auf etwas drauf und irgendetwas wird plötzlich eliminiert ihr. Plötzlich sagt ihr, wisst ihr was, das war recht nett, recht schön, aber nicht mehr mit mir, ich mag das nicht mehr. Ich mag da nicht mehr mit, ich spiele da nicht mehr mit, das sind eure Spielregeln und du steigst aus irgendetwas aus und ich sehe dich ganz stolz. Ich sehe dich so stolz und das kannst du, du kannst auch stolz sein. Und du wirst auch merken, dass dein Füllhorn dann wieder anfängt zu erblühen. Also das heißt, du wirst mehr von deinen Finanzen auch haben. Wodurch auch immer, aber deine Finanzen werden sich verbessern. Du wirst dir mehr Lebensqualität kaufen können. So, jetzt habe ich das richtige Wort. Du wirst dir mehr Lebensqualität kaufen können. Was spricht mit Lebensqualität? Das hat etwas mit diesem Füllhorn zu tun. Hier ist ganz viel Lebensmittel. Ja? Du hast die Mittel. Jetzt bekommst du vom Universum die Mittel zur Verfügung zu stellen, oder das Universum stellt sie dir zur Verfügung, diese Mittel. Wow! Dass du jetzt einen Richtungswechsel eingehen kannst und reiche Fülle. Also hier kriegst du quasi die Mittel dazu an diesem Tag. Ja, das passt wieder gut dazu. Die Mittel dazu an diesem Tage, wo du lernst, wo du dazu lernst, Nein zu sagen. Wo du dazu lernst, Ja zu sagen zu dem, was du möchtest. Und der Mond, ne, bei dir hat etwas, du hast noch Angst, du wartest noch diesen besonderen Tag ab. Das ist auch der Grund, warum du wahrscheinlich diese Legung anschaust, weil du noch auf diesen besonderen Tag abwartest und du wirst diesen besonderen Tag vom Universum erkennen. Also das kann ich dir schriftlich geben. Den Tag wirst du erkennen, weil der Morgen schon komplett anders starten wird bei dir. Komplett anders. Also nicht so,
wie er sonst startet. Entweder geht die Kaffeemaschine nicht und du kriegst deinen Kaffee nicht. Du musst zu einem, weiß ich nicht, Cafeteria fahren, dir einen Kaffee zu holen. Und da triffst du dann jemanden und so wird der Morgen schon anfangen. Das kann, und das führt dich dann vielleicht auch zu dieser Fülle, ne? Vielleicht hast du Angst, weil du verschlafen hast. Ja, gut möglich, dass du verschlafen hast und jetzt Angst hast vor diesen Konsequenzen. Und im Gegenteil, hier verändert sich etwas. Und das ist gut so, dass es so gekommen ist. Vielleicht auch eine Kündigung ist gut so, dass sie kommt. Es ist gut so, dass du mal verschläfst. Es ist gut so, dass du mal zeigst, hey, ich bin auch nur Mensch. Ne? Dass es nicht immer so geht, dass du kein Roboter bist. Yay! Ich wusste, dass der Turm nochmal rausfällt. Yay! Ich wusste das. Ja, ihr geht einen komplett neuen Vertrag ein. Einen komplett neuen Vertrag. Und dieser Vertrag hat etwas mit Fülle zu tun. Ihr werdet mehr verdienen. Dieser Tag ist Punkti, Punkti, ja? Und dann werdet ihr etwas machen, was ihr dann nicht nie wieder mehr machen werdet. Das schwöre ich euch, wirklich. Dass dieser Tag verändert euer Leben komplett. Wenn du sagst, du bist in der Pension und du gehst nicht mehr zur Arbeit und was soll das bei dir sein, dann kann ich dir sagen, dann hat es etwas damit zu tun, wenn du immer auf deine Enkelkinder geschaut hast, dass, weil wir Familienkarte haben, dann kann ich dir versichern, dann sagst du, hey du, ich schaue gerne, aber diesen und diesen Tag, der ist für mich und da möchte ich auch Ruhe. Ich möchte nicht da gestört werden, ich möchte nicht, dass sie mir anruft, es sei denn, das ist etwas Dringendes und es bricht etwas quer zusammen. Aber das sind meine Tage. Und genauso wie du in deinem Job, da sagst du, das sind meine Tage. Das ist etwas, so stelle ich mir das vor. Ist es im Einklang mit deinem Gegenüber, dann passt es. Ist es in deinem Einklang mit dem Gegenüber nicht, dann passt es auch. Ja? Dann passt es nämlich in dem Fall, dass ihr dann halt getrennte Wege geht. Du kriegst mehr Selbstbewusstsein. Das sehe ich in diesen Karten. Also diese Dame scheint total selbstbewusst. Sieht man noch ein bisschen diese Unsicherheit bei diesen Pagen hier. Aber er ist halt noch jung, ne? Der ist noch ein bisschen grün hinter die Ohren. Traut sich vielleicht auch noch nicht. So, was passiert an diesen Tagen noch? Schon ein crazy day, mein Gott, mein Gott. Crazy day. Ja, du kanntest das. Wow, wow, meine Lieben. Das Glück ist jetzt an deiner Seite und das ganz, ganz schnell. Also du wirst ganz schnell eine Entscheidung treffen. Also ich weiß es nicht, was du an diesem Tag noch alles machen wirst, aber das Glück, ich habe schon gesagt, da ist die Sonnenkarte, da wird euch nichts passieren, auch wenn es so crazy anfängt, passiert euch nichts. Das sind wunderschöne Karten. Wunderschöne Karten. Nur du hast noch Ängste, Unsicherheiten, was das Neue betrifft. Aber du hast den Turm, der für die Selbstständigkeit steht. Du hast, vielleicht hast du immer Ängste gehabt, dass deine Selbstständigkeit nicht geht. Oder deine Selbstständigkeit war ein bisschen ruhiger. Oder Kunden, Klienten sind fertig geworden, ich weiß es nicht. Ne? Dann kannst du davon ausgehen, dass das Glück zu dir kommt, dass wieder neue Menschen zu dir kommen. Aber du wirst etwas ganz anders machen, nicht mehr so. Das kann sein, dass du die gleiche Tätigkeit machst, aber nicht mehr um den Preis, nicht mehr um, man kann dich nicht mehr ausnutzen, okay? Also du sagst, nee, da ist vorbei. Ja, das, was unsichtbar war, das sind deine Ängste, die sind nur in deinem Kopf, weil schau mal, da sind die Sterne, das siehst du noch nicht. Das ist etwas, was du nicht siehst, aber es ist da. Nur du siehst es nicht, weil die Wolken davor sind. Super. Supi, supi. So, ich möchte jetzt mal den Tag wissen. Wir fangen jetzt mal mit dem Tag. Ich schaue mir jetzt mal an, welcher Tag ist es denn, wo der so crazy bei euch beginnt. Notiert euch dann den Tag, wenn er fällt. Okay, wir bekommen herein die Zwillinge. Ja, das passt dir voll gut. Weil was sie wie sind Zwillinge, ne? Die haben zwei Masken, ne? Der eine so, der andere so. Also ihr seid so, ja, so im Hin und Her und
Suche den Austausch. 3 Wochen, 3 Monate könnte das passieren bei euch. Das ist immer eine Zeitkarte, eine Zeitangabe. Und jetzt hoffe ich, dass wir den Tag auch noch bekommen vom Universum. Sonst machen wir das ein bisschen anders, dass ich mir nur die Tageskarten rausnehme. So, welcher Tag könnte das sein? Ah, yay! Samstag! Suche Freude, bleibe beweglich. Wir haben eine Karte bekommen. Danke, liebes Universum. Der Samstag und die Zahl 7 ist die Glückskarte. Die Glückskarte schlechthin. Sehr gut. Zahl 7, da ist auch die Zahl 7. Ja, dann kommen die da drauf. Dann haben wir schon mal den Tag. Hoppla, dann haben wir schon mal den Tag. Das freut mich. Und dann schauen wir mal, was kommt denn an diesem Tag so, was ist denn an diesem Tag anders wie an anderen Tagen? Uiuiui. Ha, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Der Richtungswechsel, yay. Yay. Ach Gott, ich kann mich so abhauen, ich schwör's euch, ich liebe es, wenn die Karten so sprechen, die so. Ich komme auch mit meinem Mund gerade hinterher, was das Universum mir alles hier sagen möchte. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Also bei 2 Karten wusste ich, dass 3 Karten, I'm sorry, 3 Karten wusste ich, dass die rauskommen werden. Einmal der Richtungswechsel, einmal die reiche Fülle, denn die war gleich unterhalb, das ist voll spannend. Das heißt, ihr werdet zu dieser reichen Fülle kommen. Es ist Füllhorn, ja, das ist diese Glück, irgendetwas passiert an einem Samstag, wo ihr richtig aufgeht, wo es um Kreativität geht, weil der Mond steht für mich auch für diese Kreativität. Das kann alles möglich sein, alles Mögliche, was mit Kreativität zu tun hat. Und das ist absolut neu, das wird neu geboren werden, deshalb auch der Richtungswechsel und da ist das Baby drinnen. Das wurde neu geboren oder wird an einem Samstag neu geboren werden. Bei einigen hat es damit zu tun, weil ihr mit Energiearbeit gearbeitet habt. Ihr habt etwas getan, energetisch, gewünscht, kreiert, erschaffen durch eure Spiritualität, durch euer Tun. Und dieser Tag macht es ganz besonders, weil hier könnte Amor schießen. In jeglicher Hinsicht. Ne? Wir sind hier nicht nur in der Liebeskarte und ihr wisst das, also ich drehe alle heiligen Zeiten einmal eine Single-Legung, so wie jetzt davor. Am 2. hatte ich diese Single-Legung, glaube ich. Also hier kommt Amor, ne? Du. Dann frische Luft, dein Körper braucht Erfrischung, Sauerstoff, Luft, Bäume, Pflanzen, Blumen, Gras, Gräser, erzeugt wird. Begib dich heute hinaus ins Freie. Also hier weißt du schon mal, öffne deinen Geist, öffne deine Fenster. Ich sagte es noch, ich habe das noch gesagt, wie mein Ritual beginnt morgens. Ne? Und da steht nämlich, öffne deine Vorhänge, habe ich nicht, und öffne deine Fenster, um auch dein Zuhause mit frischer Luft zu erfüllen. Also lüften, lüften, lüften und raus in die Natur. Hier wird euch über die Natur etwas mitgeteilt werden. Was ist das für eine coole Legung? Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß daran wie ich, weil ich habe mega Spaß daran, diese Legung zu legen. Und falls es euch gefallen hat, dann werde ich das definitiv wieder machen. Das ist so eine coole, coole Legung. Ich merke schon, ich bin schon ganz so über drüber. Ja, weil ich weiß, das ist etwas, was so besonders ist. Deshalb spüre ich das so bei euch. Und so schöne Legung. Wow, die aufgestiegenen Meister sind auch noch an eurer Seite. Sie geben euch jetzt Schutz, Führung, Verbindlichkeit, Kreativität und Fülle.
Wow, das ist euer Richtungswechsel. Jawohl, die Hammer. Ja, Mangeldenken, der geht raus. Das Mangeldenken geht raus und der große Erfolg bleibt. So. Ja, das ist der Konflikt, ne, den ihr da habt. Ne? Das ist genau das, von dem ich gesprochen habe, dass der Tag beginnt mit etwas Konflikt. Konflikt. Ja, also etwas ist verstrickt hier. Ne? Ihr werdet merken, ihr steht am Morgen auf und nichts funktioniert. Ne? Und ihr denkt, das gibt's nicht. Und am späten Nachmittag denkt ihr vielleicht an diese Legung. Und dann schaut ihr euch diese Legung noch einmal an und denkt, speichert euch in eure Playlist ein. Ja? Weil der Samstag könnte euch in 3 Wochen ereilen, diese Legung. Und dann plant ihr das. Ne? Dann kommt der Richtungswechsel. Dann plant ihr etwas komplett ja? Hier ist etwas dann komplett umprogrammiert. Oder ihr programmiert dann etwas komplett um. Was ist an dem Tag noch so besonders? Oder auf was solltet ihr an diesem Tag besonders Acht geben? Hui, Acht geben, okay. Wow, wow. Gut. Kommunikation, gebt auf eure Kommunikation Acht. Kommunikation, also das heißt, an diesem Tag ist Kommunikation sehr wichtig. Wow, ja, Unschuld, ja, hatten sie, Unschuld, ja, vielleicht fühlst du dich auch unschuldig, ne? Du denkst so, hey, ich habe dir doch gar nichts getan, warum bist du denn so zu mir? Gut möglich, ne? Dass du dir denkst, das gibt's doch nicht, warum bist denn du so Banane, ne? Und jetzt fragst du dich nicht mehr, warum die Person so Banane ist, jetzt fragst du dich, warum hast du dich dorthin begeben, ne? Weil das sind schon krasse Karten herausgefallen. Ich sag's euch, also schreckt euch nicht, aber mich wundert das nicht, weil die ersten paar Karten genau so waren. Na, Machtkampf, ne? Irgendjemand war immer im Vorteil, entweder du oder dein Gegenüber, aber das wird jetzt beendet. Das schaust du dir vielleicht mit einem spirituellen Menschen an, aber es hat dich schon... ganz so glücklich hat es dich im Leben nicht gemacht, ne? Also das war schon etwas, was dich schon mega beschäftigt hat in deinem Leben, ne? Also es war jetzt nichts so, wo du sagst, ja, ist nur Kleinigkeit, ne? Nee, das war schon Konflikte und die Karten da, die zeigen mir schon an, dass es für dich schon sehr kräftezehrend war, dass der Tag musste nur mehr kommen, ja? Wo du... machst, ne? Und das hat etwas mit deinen dunklen Gedanken zu tun. Deshalb haben diese Menschen auch diese Macht gehabt und es hat ein Vorlebensschicht. Ne? Ich sag das immer und immer wieder dazu, wenn ihr getriggert werdet, muss das nichts mit diesem Leben zu tun haben. Das können auch euer Vorleben betroffen haben. Also andere Leben, ja, da warst du vielleicht mal nicht ganz so gut drauf, ne? So. Und das schaut ihr euch jetzt an, an diesem Tag. Und dann verabschiedet ihr euch, eliminiert ihr das Ganze. Freude, Fluss und Fülle. Also hier bringst du etwas, oder deine Fülle geht in den Fluss. Also in den Fluss. Deine Fülle, ja, wir haben hier Fülle, wir haben hier das Glück. Wir haben hier die Sterne auch mit dabei, beziehungsweise den Mond, aber deine Ängste. Aber hier kommt Fülle in dein Leben. Wir haben hier reiche Fülle, wir haben hier das Füllhorn. Also hier erfüllst du dir einen Traum. Und das hat das mit Fülle zu tun. Einmal, zweimal, dreimal Fülle. Na Halleluja. Und das macht natürlich Freude. Am Ende des Tages wirst du sagen, alles gut ausgegangen. Vielen Dank für die Info. Okay, sehr gut. 2 Karten. Wow. Moment. So.
Wow, das Herz. Ja, dein Herz. Sollst deiner Herzenstimme folgen. Also folge deiner Stimme in deinem Herzen. Und wieder der Turm. Meine Lieben, ja. Irgendetwas stürzt plötzlich zusammen. Und irgendetwas baust du neu auf. Und das mit der Stimme deines Herzens. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Weil du jetzt tiefer schaust. Du blickst tiefer in deine Seele hinein. Du schaust tiefer. Du blickst tiefer. Du nimmst dich auch mehr um diese Dinge jetzt in dein Leben an. Und dann haben wir hier... Wow, und der Blumenstrauß, ein Geschenk. Und das Universum sagt, es ist ein Geschenk, was jetzt auf dich zukommen wird. Da kommst eh nicht drum herum, okay? Und der Mann, ja, und hier wartet jemand. Oder du wartest auf diesen Tag, ja? Dass der endlich kommt. Und der Tag kommt. In 3 Wochen, 3 Monaten. Hausaltar, die kommt auch so oft. Ich bin vereint mit den göttlichen Kräften. Seit ewigen Zeiten schaffen Menschen Altäre, um dem Geist der Schöpfung zu danken und mit ihnen zu ehren. Altäre repräsentieren die kosmische Ordnung und sind Kommunikationsorte zwischen dir und der Anderswelt. Sie geben Orientierung, Geborgenheit, Sicherheit und Schutz in jedem Moment deines Seins. Ja, vielleicht erschaffst du dir auch einen Altar. Gesetze des Schicksals. Für mich regnet es Sternenschnuppen. Darfst du dir notieren, bitte. Für mich regnet es nur mehr Sternenschnuppen. Schicksalsgesetze stammen aus den Urzeiten der Menschheit und gelten seitdem unverändert. Wenn du dich daran hältst, entwickelst du eine erstaunliche Kraft, dein Leben zu meistern. Sie raten dir, deine Vergangenheit wie einen kostbaren Schatz zu hüten, die Gegenwart entschlossen zu genießen und die Zukunft hoffnungsvoll einzuladen. Na bitte. Na bitte, 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 bitte. Wo tue ich die hin? Oh mein Gott, so viele Karten, ne? So. Und jetzt nur mehr da eine Karte. Eine einzige. Bitte, liebes Universum. Dankeschön, das war's. Ah ja, ihr geht jetzt durch dieses Tor durch, ne? Wir haben hier 8 der Schwerter. Da haben wir die 8. Okay, wir haben die 8 der Kelche. Okay. Die 8 der Kelche haben wir hier. Ja, wir haben hier den Knaben. Nein, wir haben hier den Ritter. Wir haben hier den Ritter. Der Schwerter. Also hier geht es schon um Kommunikation. Ne? Also wir hatten ja hier Kommunikation. Ne? Also Kommunikation ist schon etwas, was sehr wichtig ist. Zwischen dir und an diesen Menschen. Hier passiert etwas sehr plötzlich. Also hier ist jemand sehr entschlossen, sehr klar und kann sich auch relativ klar ausdrücken. So. Ja, ich habe dich entdeckt, aber hier möchte ich noch gerne noch eine Karte. Jawohl. Und eine noch. Ja, der Mond wieder mal, ne? Eh klar, ne? Logisch. Der Mond, ne? Also das sind noch eure, das ist das, was du noch nicht sehen kannst, ne? Das ist das, was erst auf dich zukommt in 3 Wochen, 3 Monate kommt das erst auf dich zu. Deshalb kannst du es noch nicht sehen. Aber auch ein Vollmond könnte hier relevant sein. Und wir haben hier die Hohepriesterin. Und den Sommer, bade in Freude und Licht.
Spanne mystische Kräfte ein. Also hier, wow, die Hohepriesterin. Hier ist jemand sehr fleißig. Ja, du arbeitest sehr, sehr fleißig an deinen Themenbereichen. Du bist fleißig an deinem Erschaffen, an deinem Tun, an deinem Machen. Und du bist gerade dabei, etwas zu kreieren. Ich glaube, das, was du erschaffst, wirst du nächstes Jahr im Sommer in deinen eigenen Händen halten. Das notiert euch bitte. Okay, diesen letzten Satz. So, da gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Alles gesagt, alles ist raus, was da raus sein soll. Und ich wünsche euch jetzt alles Liebe, alles Gute. Baba, tschüss.